Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 3 News Update. Wie versprochen, heute sämtlicher Battle Pass Inhalt, den möchte ich mit euch jetzt grob mal durchgehen. Doch bevor ich damit anfange, ich möchte noch daran erinnern, alle die Ranked Modus gespielt haben, die Belohnungen sind jetzt im Spiel, wie zum Beispiel mitunter, Moment, ich zeig's euch mal ganz kurz, gibt es doch jetzt die Glücksbringer, also diese Plaketten hier. Je nachdem, was ihr für eine Rangserie abgeschlossen habt, bekommt ihr ab Stufe Gold so einen Anhänger. Gibt es auch welche im Battle Pass, was ich sehr, sehr cool finde. Starten wir jetzt direkt mit dem Battle Pass. Haut in den Kommentaren auch gerne mal raus, was ihr von dem Battle Pass schon mal vorab haltet. Legen wir jetzt direkt los. Also, wenn ihr den Battle Pass gekauft habt, bekommt ihr als allererstes, wie schon in Season 2, einen ultra, ultra starken Longbow Skin gleich zu Anfang. Ich bin, wie bekannt, kein Sniper-Spieler, darum geht es auch nicht, aber der Skin ist absolut Hammer. Ohne Scheiß. Dann haben wir einen Mirage-Skin. Ich möchte jetzt nicht alles genau zeigen im Detail, weil das zieht sonst das Video unnötig in die Länge. Ja, Mirage, Bloodhound und einen Octane-Skin. Den möchte ich mal noch ein bisschen genauer mir reinziehen, weil der sieht nämlich recht geil aus. Den haue ich mir noch rein. Das sind alles seltene Skins, keine legendären. Dann gibt es noch einen XP-Boost. Wenn ihr Top 5 erreicht, bekommt ihr 10% mehr Erfahrungspunkte. Auf Teammitglieder, die denselben XP-Boost haben, gibt es eine Maximalsteigerung von 300%. Ich hoffe übrigens, dass in dieser Season, das weiß ich, das habe ich nirgendwo gelesen, ob man vielleicht den Battle Pass tatsächlich mal ein bisschen schneller levelt. Das würde ich echt mega geil finden. So, ab Stufe 2 gibt es einen Loading Screen von Mirage. Einen Glücksbringer, der Pyrometeor. Pyrometeor wollte ich gerade sagen. Den finde ich absolut schick. Die haben tatsächlich sogar die Waffen ausgegraut, damit der Glücksbringer mal ein bisschen zur Geltung kommt. Den habe ich gleich mal auf die Alternator gemacht. Dann gibt es einen XP-Boost. Also es gibt ja tatsächlich Premium. Achso, gratis und Premium. Das heißt, ihr bekommt gratis, egal ob ihr einen Battle Pass habt oder nicht, bekommt ihr Sachen. Und wenn ihr euch den Battle Pass kauft, bekommt ihr Premium-Belohnung. Also kauft euch den Battle Pass, sonst bekommt ihr, also das ist jetzt keine Werbung für den Battle Pass, aber wer ihn kauft und diese Belohnung haben will, geht halt nur, wenn man kauft. So, kostenlos gibt es dann jeweils noch irgendwelche Tracker dazu, die werde ich jetzt im Detail nicht so genau zeigen. Ab Stufe 4 bekommt ihr ein Apex Pack ab 5, 50 Coins, ein legendäres Apex Pack ab Stufe 6, ein Loading Screen für den Krypto, kennt man schon. Ein Apex Pack ab Stufe 8, ab Stufe 9 Coins. Hier haben wir den ersten Skin für die Charge Rifle. Seltener Skin, sieht nicht schlecht aus, aber auch nicht überragend. Ein Banner für den Pathfinder. Ist das die P20? Ja, P20 Skin. Okay. Hier haben wir den ersten Dive-Mod. E-Mod, den finde ich übelst geil. Der sieht total stark aus. Da gibt es aber noch einen schöneren. Dann haben wir wieder XP-Boost. Ist, wie gesagt, Stapelbar bis zum Schluss. Ein Loading-Screen vom Geysir. Sieht schick aus. Meiner Meinung nach einer der schönsten Spots in der neuen Map, auf der neuen Map. Wieder ein Pack. Coins und hier ab Stufe 17 bekommt man für alle, die den Battle Pass sich nicht gekauft haben, wieder ein Apex Pack. Ist eine schöne Neuerung, dass man wieder Packs farmen kann, auch wenn man nicht bereit ist, Geld zu investieren. Endlich hören sie auch mal zu, finde ich sehr cool. Dann gibt es einen neuen Glücksbringer. Der nennt sich Abscheulicher Schneemann. Der sieht auch cool aus. Dann gibt es Crafting-Material. Ich habe auf einer Seite gelesen, dass es über 2000 Crafting-Materialien gibt. Dem ist nicht so. Es sind wieder 1200 an der Zahl. Das ist der bisher geilste Emote von Watson. Sieht ultra stark aus. Habt ihr auch in dem Trailer, den ich euch gestern in meinem Livestream gezeigt habe, gesehen. Hoffe ich zumindest einen XP-Boost. Dann haben wir noch einen neuen Loading-Screen. Okay. Das ist quasi ein Loading Screen von der Map, bevor dieser Eiszapfen entstanden ist, wenn ich das richtig interpretiere. Vielleicht erfährt man da mal noch ein bisschen mehr, was hier genau passiert ist. Du dachtest, du wärst besser als ich. Jetzt kennst du die Wahrheit. Okay, eine Sprachmemo von Krypto, nicht weiter interessant. So, die erste richtig fette interessante Sache ab Stufe 25. Der Pathfinder Skin. Der sieht
ultra geil aus, wie ich eben total schnell zu begeistern bin. Ich bin Pathfinder-Spieler, der gefällt mir mega, mega geil. Ein R99-Skin. Dann noch ein Banner für den Gibraltar. Material. Musik für den Gibraltar. Nochmal ab Stufe 30 ein XP-Boost. Ein Loading-Screen. Wo dann quasi der Eiszapfen hinten schon entstanden ist. Eine fette Explosion. Ach, das ist aus der Trailer, aus dem Trailer von, ihr seht ihr, Krypto und hier Mirage, wie die quasi aus dieser Explosion von dem Zug, wo die von dem Zug springen, um von der Explosion wegzukommen. Coole Sache. Ach, na okay, das will auf Deutsch wahrscheinlich wirklich keiner hören. Dann haben wir noch einen Friedensstifter-Skin, einen Banner für Lifeline-Material. Oh, es gibt ab Stufe 37 für alle Nicht-Battle-Pass-Inhaber tatsächlich auch noch einen Skin für den Chaos-Stick. Dafür, dass es ein seltener ist, sieht er eigentlich ganz cool aus. Bis auf die Haare, die sehen ein bisschen, naja, bescheiden aus. Ein XP-Boost, noch ein Loading-Screen, ebenfalls aus dem Trailer. Ein Pack, 100 Coins. Ein Mastiff-Skin, nochmal 100 Coins. Crafting-Materialien. Hier haben wir noch einen Banner für, der sieht ja geil aus hier unten. Einmal vereist. Feuer und Eis ist das Motto von Season 3. Passt quasi der Banner, finde ich cool. Nochmal XP-Boost. Ein Schwarz-Weiß-Loading-Screen von Mirage. Okay, das sieht auch gar nicht mal so blöd aus. Packs, ein Banner für Wraith. Dann haben wir einen Alternator-Skin. Noch ein Glücksbringer. Oh mein Gott, das ist ja cool. Eine Kaustik-Falle, eine Nox-Falle. Den Anhänger finde ich ja mal saustark. Auch wenn ich kein Kaustik-Spieler bin, der Glücksbringer ist ja richtig cool. Kommen wir zu meinem absoluten vorzeitigen Skin, Lifeline Skin. Ich hätte gedacht, es kommt ja ein Halloween Event, habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich denke mal Ende Oktober, weil Halloween ist am 31. Ich hätte gedacht, dass das ein Halloween Skin ist. Ist es nicht, wie ihr hier feststellen könnt. Aber ein absolut cooler Skin, ohne Scheiß. Da werden sich jetzt alle, die Geld investiert haben in dem letzten Event, gab es ja so ein paar richtig coole Skins oder in dem vorletzten Event. Da haben viele viel Geld ausgegeben, um Skins zu bekommen. Unter anderem war da ein schöner Lifeline-Skin dabei. Jetzt gibt es wieder einen geileren. Das ist so ein bisschen zwiespältig. Gibt man Geld oder nicht? In ein paar Wochen kommt dann der nächste geile Skin. Okay, darum soll es aber nicht gehen. Ups, jetzt bin ich hier ein bisschen am Überspringen gewesen. So, jetzt haben wir noch einen Charge-Rifle-Skin. Nein, nicht Charge-Rifle, sondern die L-Star, Entschuldigung. Okay, überspringe ich. Interessiert keinen auf Deutsch. Crabber Skin, nochmal Materialien für den Caustic, einen Banner, XP Boost, einen Banner für den Octane, Flatline Skin, den gucke ich mir ein bisschen genauer an, einfach weil ich die Flatline sehr, sehr gern spiele. Okay, Standard halt. Ein Krypto Banner, sieht gar nicht mal so blöd aus, ja, gefällt mir. Mit einer koreanischen Flagge unten unter seinem Board, so ein Snowboard, wie das aussieht. Dann haben wir einen 301 Skin. Davon haben wir schon Skins wie Sand am Meer. Hier haben wir übrigens einen Skin, das gefällt mir, dass auch mal für die Hemlock ein vernünftiger Skin im Battle Pass dabei ist. Ich habe für die Hemlock noch nicht einen vernünftigen Skin, der gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier? Das ist ein mega krasses Auge dran. Sieht aus wie von so einem Leviathan oder so einem Drachen. Dann haben wir noch einen Loading Screen. Den haben wir hier? Krypto und Gibraltar. Seine Drohne, was ist das hier? Hier schweben zwei Drohnen, warum auch immer, okay. Oh Gott, endlich noch ein Mosambik-Skin, wir freuen uns alle. Wir haben noch einen Dive-Emot für den Mirage, der ist auch übelst toll. Was haben wir hier? Naja, einen mega langweiligen Devotion-Skin, ein Banner für Bangalore, ab 77 ein legendäres Apex-Pack. Hä? Oh, jetzt bin ich außerdem zurückgesprungen, sorry. Was haben wir hier? Da haben wir für die Wingman noch einen Skin. Ein Ladebildschirm. Okay. Dann haben wir für die Prowler noch einen Skin, der gar nicht so blöd aussieht. Naja, obwohl, geht. Naja, gehe ich nicht weiter drauf ein, sieht nicht so geil aus. Watson Banner, auch schick. Von Lifeline ein Dive Mod, das ist die Windmühle. Von der habe ich schon vor ein paar Wochen gehört. Sieht auch richtig stark aus. Was haben wir hier? Eva 8 ist nicht weiter erwähnenswert. Ladebildschirm von Krypto aus dem Trailer. So, noch ein Hemlock-Skin. Okay.
den finde ich mal mega überflüssig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ein paar Level vorher ein epischer Skin dabei ist. So, hier haben wir noch einen Anhänger. Oh, das ist der Adler von Bloodhound. Auch eine coole Idee. Noch ein Dive-Mod für, wer ist das? Ich erkenne es gerade gar nicht. Achso, ist der Pathfinder und da kommt auch Arthur. Okay, Arthur heißt übrigens der Rabe. Sehr geil. Dann haben wir einen Triple-Take-Skin, noch einen Ladebildschirm für den Pathfinder. Ein Havoc-Skin, der, naja, eher langweilig aussieht. Ein G7-Skin, der ebenfalls, naja, eben langweilig ist. Oh, ein Nessie-Anhänger, das ist ja cool. Also für alle, die noch nicht wissen, dass es Nessie-Easter Egg gibt, das kann man natürlich jetzt aktuell nicht aktivieren oder schon seit einiger Zeit nicht mehr. Es gibt Monster von Loch Ness im Spiel. Und ab Stufe 100 ein ultra, ultra schönen Skin für die Friedensstifter. Frostbeule nennt er sich, sieht auch sehr, sehr schick aus. Und natürlich ab Stufe 110 eine schönere Variante davon. Ist auch wieder reaktiv, soweit ich das weiß, in Rot. Moment, sehen wir in der Animation, was passiert, wenn wir einen abknallen? Okay, diesmal nicht. Das ist ja interessant. Nicht weiter wild. Okay, stopp. Das soll's. Moment, jetzt wollte ich ihn rumstotten. Das ist ja totaler Käse. Okay, das soll's von diesem News-Update bzw. von dem Battle Pass-Inhalt schon gewesen sein. Die meisten von euch werden den Inhalt eh schon durchgesappt haben. Aber der Vollständigkeit halber mache ich das sowieso in jeder Season. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Feiertag. Wir sehen uns beim nächsten Mal am Donnerstag, falls ihr jetzt am Donnerstag das Video erst schaut. Gibt es gegen frühen Nachmittag einen Livestream. Open End 5-6 Stunden, naja, Open End nicht, 5-6 Stunden werde ich auf jeden Fall streamen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, viel Spaß mit Season 3, lasst einen Daumen für dieses Video da, ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine Infovideos auf meinem Kanal zu verpassen. Macht's gut, ciao.